plus 1 in der Halle. Heute kümmern wir uns mal um meinen chinesischen Feigenbaum, Ficus retusa. Bei dem wird es Zeit, dass er mal umgetopft wird. Ich denke mal, das ist schon 2 Jahre her. Wir wollen also danach noch einen Formschnitt machen und eventuell natürlich noch die Äste etwas draden, je nachdem. Jetzt müssen wir den erst einmal aus seinem Topf befreien. Jetzt mal heute noch nicht gegossen, damit die Erde etwas besser abgeht. Erstmal die ganzen Wurzeln unten von der Erde befreien, vom Substrat. Gut, das ist jetzt nicht so spannend, deswegen würde ich sagen, ich tue mal die Erde von der Wurzel befreien, beziehungsweise andersrum natürlich, die Wurzel von der Erde befreien, tue die ausspülen und ein bisschen was vorbereiten und dann hole ich euch einfach wieder dazu. Ich habe jetzt den Ficus mal von Erde befreit. Habe die Wurzeln mal ein bisschen gewässert und ausgespült. Und jetzt können wir den erstmal in die Schale pflanzen. Schale habe ich jetzt ausgesucht und vorbereitet schon mal. Ich denke, die passt ganz gut zu den Bäumchen. Und ja, dann fangen wir mal damit an. Sieht man das Ganze auch besser. Ich fange mal an mit meiner Granulat-Drainage. Für Laubbäume. Und zu guter Letzt kommt noch ein bisschen Mykorrhiza. Wachstum. Und dann geben wir den Baum erstmal hier fixieren.
Der sitzt schon richtig gut. Und hier noch ein bisschen. Die Erde ein bisschen einarbeiten. Diese wunderschönen Luftwurzeln, die haben wir natürlich gelassen. Ich habe jetzt absichtlich mal keinen Wurzelrückschnitt gemacht, weil der Wurzelballen an sich eigentlich noch nicht so ausgeprägt war. Das wird man dann in, ich denke mal, in 2 Jahren werde ich mir das nochmal anschauen. Dann wird man den Wurzelschnitt vornehmen. Gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Das wird wahrscheinlich die vermeintliche Vorderseite werden. Ich denke, das macht sich hier ganz gut. Gut, ich werde dann erstmal hier den Arbeitsplatz ein bisschen sauber machen und dann hole ich euch zum Schneiden und Braten einfach wieder dazu. Das haben wir hier ein bisschen sauber gemacht und jetzt wollen wir den ein bisschen in Form schneiden. Wie fange ich da am besten an? Ich würde jetzt erstmal anfangen mit den Zweigen, die zum nahen Stamm sind, die nach innen wachsen und die natürlich senkrecht nach oben wachsen. Stamm ein bisschen. Den können wir noch tragen. Was mir nicht gefällt, ist der hier. Der wächst auch nach oben. Den kann man ein bisschen tragen. Der wächst mir zu auch nach hinten.
ins Bild passt. Da steht ein bisschen schräg. Können wir auch nicht so brauchen. Gut. Dann haben wir zwei parallel. Dann will ich den kleinen behalten. Nach innen geht. Geht mir auch nicht. Gut, dann machen wir hier noch einen, der wächst direkt nach vorne. Das ist wahrscheinlich schon getrocknet. Genauso wie der kleine hier. Da hinten, das lassen wir mal. Gut. Der hier läuft ja ein bisschen nach rechts rüber. Finde ich nicht so gut. Den würde ich mir hier dann ein bisschen runterholen. Ausrichten. Dann läuft mir hier ein bisschen zu schräg. Der hier. Aber auch, dass die Krone ein bisschen luftiger wird. Noch. Das ist ja die vermeintliche Vorderseite. Jetzt habe ich mich entschieden, hier den, der wächst ein bisschen krumm nach innen, das gefällt mir nicht so. Dann noch einen, der wächst auch ein bisschen krumm nach innen. Ich denke, es ist ziemlich luftig jetzt geworden. Aber auch viel weggenommen. Aber das soll es erst einmal sein fürs Erste. Hier ist noch ein Vertrockneter. Den nehmen wir auch noch raus. Das wird mal die vermeintliche Spitze, je nachdem. Sieht ganz gut aus eigentlich. Da haben wir diesen Verlauf hier drin vom Stamm. Stamm ist jetzt auch gut sichtbar. Ich denke, das war's erstmal mit dem Schneiden.
bisschen braten. Aber vorher mache ich jetzt noch was. Und zwar ist bei dem Fikus immer so, dass wenn geschnitten wird, an den Wunden immer diese Milch rausläuft. Und das Ganze kann man stoppen, indem man einfach hergeht. Und das Ganze mit Wasser ein bisschen benetzt. Und dann hört es ganz schnell auf zu bluten. Ja, jetzt habe ich die Rückwand ein bisschen nass gemacht, aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch braten. Schauen wir mal, müssen wir mal ein bisschen überlegen. Welche ich Draht. Der sieht ganz gut aus hier. Den würde ich gern ein bisschen runterziehen. Gut, fangen wir mit dem mal an. Damit ich den ein bisschen gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann tun wir den hier noch ein bisschen runtertragen.
So sieht es jetzt mal ganz gut aus. Die zwei, die lasse ich mal. Da oben lasse ich das jetzt auch mal so. Jetzt lasse ich den Baum sich erstmal erholen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Zeige ich dann noch mal den Baum im Ganzen im Rundumlauf. Wichtig ist jetzt natürlich regelmäßig schauen, ob der Draht einmixt und zur Not dann halt erneuern, neu drahten, wenn sich die Stellung noch nicht gefestigt hat. Und ja, ich denke, fürs Erste war es das mal von meinem Ficus Retusa. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, wisst ihr, Daumen nach oben. Wenn nein, Daumen nach unten. Bitte mit Kommentar. Und natürlich ein Abo wäre toll. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.